Hallöchen, Leute. Schön, dass ihr hier mit dabei seid bei Minecraft. Gut, das Windrad da drüben dreht sich nicht. Das hat irgendein Problem. Das hier dreht sich, aber ist schweinelaut. Und deswegen werden wir jetzt mal umbauen. Ich habe ja ein bisschen Glas gemacht. Wir werden hier noch ein paar Kabelchen holen. Und werden das ganze Windrad wegbauen hier. Das auch. Einfach mal höher setzen. Also einfach nach oben irgendwo hinsetzen. Kann ich überlegen. Und dann hier hoch. Jetzt unten noch ein Kabel, das heißt, ich behalte eins auf und setze dann hier unten einen Block hin. Das unten, ja, nee, das ist jetzt genau der. Das heißt, ich brauche das ist jetzt der, oder? Ja, das heißt, hier kann das Windrad drauf ohne Probleme. Sollte noch connecten haben, hier unten soll es dann nicht mehr so laut sein, oder? Naja, es ist trotzdem noch laut. Irgendwie voll creepy, ey. Wie weit der Radius von dem geht. Was sollten das vielleicht sein? Das sind wahrscheinlich so Blocks. Okay. Mein Mechanismus, muss ich ehrlich sagen, hat das sowieso immer ein Problem. Immer. Egal, was man macht. Wir könnten ja noch einen Soundmuffler versuchen zu bauen. Holz und Redstone, das sollte jetzt nicht mehr das Problem sein. Und eine Wolle. Wolle. Wolle, Govern oder so. Wolle müsste nochmal unten sein. Eine Wolle. Das heißt, Holz. Um ein Redstone herum. Ergibt eine. Wie nennt man das? Nukebox? Nee. Notenblock so und eine Wolle, Soundmuffler und den können wir jetzt dann gleich nutzen, das Ganze hier stillzulegen. Wie viel produziert der jetzt? 185. Das heißt, hier können wir rein theoretisch wieder unsere Torch drauf klatschen. Da. Einmal 3 und 400 und dann Soundmuffler. Und es bringt nichts. Ich bin voll begeistert von den Soundmuffler. Vielleicht hier oben was? Auch nix. Hier hinten? Auch nix. Das heißt für mich, der Soundmuffler bringt hier nichts. Hat er denn nicht gerade. Oh. Positiv ist für mich. Ich weiß nicht, wie weit muss man weg sein, damit man das auch nicht mehr hört. Ja, sagen wir mal. Das heißt, wir werden jetzt einfach noch mal spontan ein bisschen davon nehmen, die Hälfte, und werden trotzdem noch ein First Kabel machen. Nicht erst, sondern First Cable. Wie ist denn das Second Cable? Gibt's ja auch. Das ist mit Eisen. Das wäre vielleicht sogar besser. Wir haben jetzt hier mal 18. Ist ein bisschen teurer, aber das wäre vorteilhafter. Drill. Weil es halt mehr liefern kann. In unserem Fall kann das nur positiv sein. Die Frage, verbinden sich die? Nein, okay. Doch, verbinden sich. Gut. Ja, dann ist ja gut, wenn die sich verbinden. Problem ist jetzt aber, was ich habe, ist, ich sollte hier einen Turm hochbauen. Über den Turm das Kabel setzen. Weil dann haben wir den Vorteil, dass wir ja uns wieder runterbauen können. Ja. Und so. Wir haben noch 8 Kabel. Das wird nie im Leben rein. Haben wir noch 4 Kabel über. Glaub nicht, dass das reicht. Um das Geräusch loszuwerden. Und jetzt ist das runtergefallen. Na super. Jetzt ziehen wir uns erst wieder runter.
Weil sonst kriege ich mein Windrad nicht, wenn es runtergefallen ist. So, Windrad hier. Dann brauche ich trotzdem noch einmal Kabelchen. Möchte aber nicht hier liegen lassen. Holz. Dort brauche ich immer Holz, brauche ich immer gut. Immer Chaos im Inventar. Ah, hoch, hoch, hoch. Eins, zwei. Und höher. Eins, zwei, drei. Eins noch. So, dann. Hier rundherum mal einen Kranz gebaut, weil wir es können. Wir so nett sind und sozial. Können wir dann hier Windrad wieder hinklatschen. So, und dann hier wieder auf 400 setzen und runterbuddeln. Und das war falsch. Gut. So kommen wir natürlich auch schnell nach unten. Das ist, wie gesagt, geht auch anders. Es gibt auch den schnelleren Weg. Das kann man natürlich auch sagen. Oder nehmen den schnelleren Weg. So, da. Dann müsste ich hier weg. Na komm. Das Kabel jetzt hier hinkommen? Nein, wird es nicht. Gut, dann bleiben wir da Pfeffer wachsen. Nehmen wir mal das. Platzieren das hier. Und das geht noch immer nicht. Klappt es ja nicht. Jetzt komme ich da wieder drauf. Doch. Original, ich komme rauf. Das ist ja mal was Neues. So, hier können wir noch eine Schicht drauflegen eigentlich. Wenn wir jetzt gerade so schön dabei sind hier oben rum zu laufen. Aber wenigstens auch nicht mehr das Problem, dass da versehentlich vielleicht irgendein Mob doch drauf kommt. So, passt. Dann ist das Haus mal ein bisschen geschützter. So, jetzt müssen wir wirklich mal wieder alles ablegen, was ich nicht brauche. Kohlegenerator brauche ich nicht mehr. Die Rüstung muss ich natürlich wieder anziehen. Die habe ich ja verloren. Jetzt haben wir First Kabel. First Kabel, ja. First Kabel und Second Kabel. Du kannst auch weg. Kommt auch mal hier rein. Der Dingsbums auch. Die Kabel auch. Schwert brauche ich auch nicht mehr. Und das nicht mehr. Und das nicht. Das nicht. So, die kann man eigentlich auch weg. Rüstung kann auch weg. Schön langsam mal anfangen. Ein bisschen aufzuräumen. Gucken wir mal hier hin, was ist jetzt da eigentlich aus? Der arbeitet fleißig. Da sollten wir vielleicht eine Kiste daneben stellen. Vielleicht wieder so eine Small Storage. Die hier ist ja nicht so schwer, da brauchen wir nur Kisten. Vier Stück. Und dann brauchen wir noch. Das hier, das ist ja ein bisschen sticky und so. So, einmal und das einmal. So, komm. Dann klatschen wir das hier daneben hin. Und sagen hier, da ist Busch. Alles hier rein. Habt ihr hier genügend Platz, um das Ganze hier zu lagern? Und wie sieht es eigentlich aus? Von der Energie her hat er immer wieder ein bisschen. Die Diamantspitzhacke wird natürlich pleite gehen. Ist auch nicht gut. Frage ist, dreht sich der jetzt oder nicht? So. Das ist halt mit dem Scheiß. Also standardmäßig, wie ich es jetzt verstanden habe, dreht sich der immer so, dann klatscht man hier hin. Aber bei den anderen da oben auch. Verschwindet sie, oder? Ach nee. Vielleicht funktioniert es dann so besser. Bei anderen haben wir jetzt kein Geräusch mehr, oder? Nee, das ist still. Gut. Also, es muss nur weit genug weg sein. Dann ist Ruhe hier im Karton. So, das. Und das. Also, schön langsam haben wir ja mal ein bisschen Vorteile hier. Wir haben jetzt hier mal den Typen, da können wir mal auf Nick stellen. Rein theoretisch könnte man mal versuchen. Ja, ist egal. Ja, Solarzellen auch.
Wir haben da sicher noch irgendwas, was wir durchschmelzen. Na, vielleicht machen wir lieber Eisen. Eisen ist interessanter. Kriegen wir da ein bisschen Flint noch zusammen? Eis mal raus. Flint. Flint kriegen wir wie? Flint kriegen wir doch Gravel. Gravel haben wir natürlich genug. Kommt da. Flint rein und das. Damit hier einfach mehr rauskommt. Der Flint ist eigentlich für was anderes. Der ist eben zum Sieben gedacht, aber ja. Wie gesagt, ist halt ein bisschen creepy. Alles. Wir brauchen dann jetzt eine Alternative, wenn wir kein Digital Miner haben. Das ist natürlich das Problem. Ich habe halt jetzt so auf den Digital Miner gesetzt, dass ich gerade ein bisschen, ja, überfahren bin. Okay. Auch egal. Wir werden eine neue Lösung finden. Macht euch nichts draus, Leute. Wir werden das. Wir werden jetzt mal extra Utilities angucken. Da mal so her zu labern. Die bringen uns nichts, weil die am Tag nichts bringen. Heißt, wir wollen uns die Watermills anschauen. Water Mill. Glaube ich, heißen die. Da. Die werden wir uns jetzt angucken. Die werden wir bauen. Okay, das heißt, wir brauchen doch die Solarzellen zuerst. Bringt uns sonst nichts. Lapis Polished Stone. Mal gucken. Wir brauchen Lapis. Brauchen die Dinger und wir brauchen irgendwie Stein mal. Heißt, haben wir ein Stack irgendwo da. Du, mein Freund, machen wir erstmal Stein. Weil jetzt mal gucken, da kriegen wir drei raus. Wir brauchen dreimal. Ballistung kriegen wir aus Stone Bricks und Stone Bricks kriegen wir ja daraus. Genau. Und aus vier Säulen kriegen wir Ballistung. Daraus kriegen wir die. So, neun Stück passen. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen neun Stück. Die können wir rein rechnerisch überall hinklatschen. Wir müssen nur irgendwo in der Welt sehen. Das ist sozusagen die Bauenergie von X-Ray Utilities. Und jetzt können wir ein Resonator oder was da geheißen hat, bauen. Dafür brauchen wir einen Block of Coal. Wir brauchen 9 mal Kohle. Redstone und diese einen Dinger, das heißt Redstone ein bisschen. Ja, Eisen haben wir eh, oder? Nein, haben wir nicht. Das heißt, Eisen brauchen wir auch noch ein bisschen. Und dann haben wir das. Kohle. Zack. Und das. So, den können wir uns dann mal irgendwo hinstellen. In der Ecke. Und da können wir jetzt zum Bleistift Sachen rein tun, die wir brauchen werden. Und zwar, wenn wir jetzt mal Water Mill uns anschauen, die Wassermühle da. Wenn ich sie jetzt finde. Es ist echt ätzend ab und zu. Man schaut tausendmal wahrscheinlich drüber, schaut tausendmal das Item an, aber übersieht's. Water Mill. Also, dafür brauchen wir Stone Bird und das muss ein Bolle Stone da rein. Bolle Stone haben wir nicht. Wird man nochmal machen ein bisschen. So und so und so. Das heißt, da können wir hier reinklatschen. Der braucht jetzt 8 GB. Wenn er nicht 8 GB hat, hört auf. Wie kriegen wir 8 GB? Pro Solarzelle 1 GB. Wie man hier sieht, wir haben insgesamt 9 GB zur Verfügung. Der braucht 8. Also er fängt mit 0 an und Amazon braucht 8. Problem ist, wenn wir die 8 erreichen, macht der gar nichts. Windmühle können wir machen. Wir können auch Watermill oder Lava. Sag mal 4, okay. Das heißt, dann nehmen wir mal den. Das ist besser. Wir brauchen mal 1, 2, 3, 6 Stück mal und kriegen schon 4 raus. Das glaube ich ist besser. Und das Schöne an denen ist, das kannst du überall platzieren. Das muss jetzt nicht unbedingt an irgendwas connecten oder so. Das ist einfach frei. Irgendwo hin platzieren und das würde funktionieren. So, wir haben schon 6 Stück, das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen das noch und Holz brauchen wir auch noch. Das heißt, wir brauchen zweimal das. Mal Fackeln. 8 Stück. Dann das.
zweimal und das einmal. Er gibt einmal das. Und jetzt brauchen wir Wasser, haben wir ja. Und jetzt brauchen wir irgendwo einen Platz. Ich platziere es jetzt vorerst mal hier irgendwo hin. Einfach so, weil wir es können. Mal gucken, wie wir das am besten platzieren. Also, das in der Mitte. Das produziert nur nichts. Der braucht fließendes Wasser. Wenn ich hier das hin platziere, produziert der schon ein bisschen. Und hier nochmal ein Wassereimer und dann geht's. Gut. Also brauche ich natürlich noch irgendwo Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Kommen wir nicht dran. Dann bekommen wir was so dran, indem wir hier den aufruppen. Und da rausnehmen. Und darüber hüpfen. Und hier nochmal Wasser hinklatschen. Produzieren wir jetzt 25. Natürlich minus den 9. Hier produzieren wir 16, weil wir auf jeder Seite Wasser connecten. Und das ergibt dann 4, 8, 12, 16. Das darf kein Source Block sein, sondern es muss fließendes Wasser sein. Und zwar der erste fließende Block bringt am meisten. Der zweite bringt ein bisschen weniger und so weiter. Bis der letzte bringt, ich glaube, gar nichts mehr. Jetzt haben wir ein bisschen drauf achten. Gut, das, 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 das. Warum alles nennen wir das? Brauchen wir auch nicht mehr. Gut, dann haben wir das mal geklärt. Das heißt, die Maschinerie läuft Tag und Nacht jetzt. Vorteil ist, wir können da ein paar Sachen machen. Und zwar Red Coal würde ich gerne machen. Aber es geht nur mit Cola, geht mit Charcoal auch. Mit Charcoal auch. Da würde ich jetzt mal einfach ein Piece nehmen und das mal testen. Weil standardmäßig hat eine Kohle. Was wir mal dann gleich mal testen, wenn wir Kohle nehmen. Oder Charcoal oder Kohle ist egal, hat beides den gleichen Brennwert, so standardmäßig. Das braucht zum Beispiel das schon 16 GB. Interessant. Zum Glück haben wir so viel. So, und wenn wir jetzt hier mal in den Generator reingehen, müssen wir einen haben. Und zwar den von Extra Utilities, an dem mal platzieren. Gucken wir mal. Der produziert hier. Kohle produziert 14.11, 160 Down insgesamt. Das hier produziert 128 Down bei 40 Stück. Also von der Dicks her, aber enorm mehr. Obwohl es eindeutig nur Kohle ist, mit einem Arbeitsschritt mehr. Aber es produziert immer einiges mehr. Gut, das wollte ich euch gesagt haben. Also wünsche ich euch dann nochmal viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bleibt dran.